Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Die, was ist das, Golems von Angarak Kampagne und der DLC. Ja, ich glaube, so heißt es. Wir sind beim letzten Mal hier nicht weitergekommen, weil ich nicht wusste, wie ich hier weiterkomme. Macht Sinn. Sorry, ich glaube heute nur Müll, ist furchtbar. Ja, wir wussten nicht, wie wir weiterkommen und ich habe da halt jetzt mal ein bisschen rumgeguckt und alles abgesucht hier, um zu gucken, wo finde ich denn hier irgendwas. Ja, und die Sache ist, da haben wir einen Schalter. So, sehen wir aber auch nur, dass es ein benutzbarer Schalter ist, wenn man hier von der Seite aus den Mauscursor drauf macht. Ne? Weil wenn du dann nämlich hier stehst und du denkst so, ja, sieht ja irgendwie seltsam aus, ne? Kannst aber nicht mit interagieren, ja gut, guckst du weiter, weil der Cursor verändert sich hier nicht. So, Schalter benutzen. Ich hab's kaputt gemacht. Ich habe gespürt, wie sich etwas in meinen Eingeweiden bewegt hat. Alles sieht so unwirklich aus. Alles sieht genauso aus, wie Brogan ausgesehen hat. Ich muss zu ihm zurück. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt hier auch sämtliche Truhen, die vor so einem blauen Schleier hatten, einfach mal looten. Was ja eigentlich auch ganz nett ist. Da haben wir schon mal Gegner wieder. Ich sehe es doch auf meinen Überlebensskills hier. Hallo, verzerrter Betrachter. Sag mal. Mal. Werde ich wieder niedergeschmissen? Es gibt's ja nicht. So nicht, Kollege, ja? So nicht. Das geht doch nicht. Okay. Sind beide umgefallen? Hervorragend. Die Kiste kriege ich so nicht auf, das kannst aber du für mich erledigen. Super, jede Menge Gedöns. Gedöns ist immer toll, wenn man es hat. Und wenn man es braucht und dann findet. So. Hier müssen wir lang. Hier liegt jetzt aber kein Knochenhaufen. Interessant. So, die Tür können wir aber immer noch nicht öffnen. Weil da so ein lilaner Schleier drüber ist wahrscheinlich. Gehen wir weiter zurück. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ach so, du bist gar nicht da. Brogan, ich bin hier. Du bist in Sicherheit. Jarek? Nein, nein, Jarek. Du musst gehen. Verschwinde. Geh. Was? Das Licht. Es war überall. Es hat mich durchdrungen. Alle sind verschwunden. Ich... Nein. Muss mich verstecken, Jarek. Muss mich verstecken. Was ist geschehen, Brogan? Sie sind tot. Hey, yo, Bo. Alle sind tot. Zerfetzt. Abgeerntet. Beendet es. Zerstört alles. Bitte, findet Darien. Ich kenne Darien, Olmec. In unser Tagebuch gefunden. Er war der Anführer der Expedition. Hör mir zu, Brogan. Ist Darien Olmec noch am Leben? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass es mich holt. Es soll verschwinden. Mach den Lichtern ein Ende. Nicht berühren. Ganz ruhig, Bruder. Das hast du gut gemacht. Ich habe Seiten seines Tagebuchs gesehen. Er weiß vielleicht mehr über diesen Ort. Wir müssen ihn finden. Ich kenne meinen Bruder. Er ist ein Überlebenskünstler. Er ist vielleicht ein wenig verwirrt, aber sein Schwertarm hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Lasst uns gehen. Mit Brogan. Okidoki. Wir stehen mir im Weg. Weißt du, was hier vor sich geht, Bruder? Ist das hier das Reich, das die Menschen das Nichts nennen? Mm-mm. Nein, nein, nicht das Nichts. Hier, aber anders. Klingt ja zum Glück nur ein bisschen verwirrend. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Truhen, die wir eigentlich öffnen wollten. Aber ich darf nicht. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo. Au. So wird das nichts. Wenn ich stundenlang festgehalten werde, wird das auch nichts. Jemand hat ein Level ab. Ach, das bin ich. Hey, schön.
So, letzter Streich. Zack. 307 Schaden. Hast du einen Schaden im Kopf, oder was? Ist ja schon nicht mehr feierlich. Aber hier das Gebiet ist tatsächlich schwieriger als die anderen DLCs bisher. Ist schon ein bisschen, ne? Notizen der Forscher von Amgarg. Ist schon so ein bisschen anstrengender, hier alles zu töten. Mir ist hier jemand im Weg. Ich muss sie mal da so hinten dran schubsen, so. Und dann haben wir da eine Kiste. Eine Kiste, Kiste, Kiste. Notizen über die Mechanik. Nicht nur das Feuer, nein, auch die Mechanik. Hier haben wir... Aha. Aha. Hier haben wir... Aha. Pfeile und Gedöns. Ich weiß jetzt nicht, wer hier Pfeile benutzen soll, aber gut. So, du kriegst... Machen wir Magie hier. So. Was ich nochmal gucken wollte. Wir hatten noch die eine Tür, die hatte, glaube ich, einen blauen Schleier oben drüber, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nicht da lang. Der falsche Weg. Ja, ich weiß. Ich will hier nur... War denn das? Verdammt. War das hier? Ja, hier und dann rechts. Da kann ich doch jetzt rein, oder? Siehste? Zerrissen. Stück für Stück für Stück. Nur Wahnsinnige hier. Nur Wahnsinnige. Ein verdorbener Wächter. Lecker. Kann ich nicht mehr essen. Der ist verdorben. Ja, immer auf mich, ne? Immer auf mich. Warum? Weil ich es aushalten kann. So, zack. Gleich ab auf den nächsten, wollte ich sagen. So, ich bräuchte mal einen großen hier. Das sieht auch weitestgehend gut aus. Wir haben schon mal Schlimmeres gesehen. Das hier, wieso kann ich die Truhe jetzt nicht öffnen? Ist das nochmal ein anderes Gebiet? Oder anderer Schleier? Ist das hier in Rotdingens? Oder ist das nur in der normalen Welt betretbar? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich tun. So toll, dass du es kannst. Höheres Buch der sterblichen Hülle. Schön. Nimm das doch auch nochmal. Hast du noch mehr Attributspunkte, die du verteilen könntest? Eventuell. Möglicherweise. So, jetzt können wir aber zurück. Und können dann, glaube ich, durch eine Barriere durch. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. So, machen wir doch mal eben schnell hier Stärke. So. Hier, ja, machen wir Überlebensskills. Auch wenn wir damals und hier nicht helfen konnten, ne? Ist halt so. Aber was machen wir hier? Hier können wir hier noch mal was machen. Machen wir mal. Ich weiß zwar nicht, wo ich das in meine Leiste platzieren wollen würde, aber mach mal. Wird schon. So. Hallo. Schön, dass ihr alle herkommt. Hier mit eurem großen Hammer. Ihr habt alle Amiga-Links schon mal getötet, als sie noch lebten. Ja, deswegen sind die jetzt hier. Ganz klar. Hab ich da auch eine Kiste übersehen? Hm. Ey, komm ich nicht durch, ne? Ist auch dieser lila eine Gedöns. Also komm auf jeden Fall nicht durch. Okay. So. Okay. Komme ich hier durch?
Ja. Ich komme hier durch. Nicht die Schalter berühren. Wir müssen es tun, Rowan. Es ist unsere einzige Möglichkeit. Nein, nicht da entlang. So fängt es an. Juckende, nervöse Finger, die alles anfassen müssen, die an allem herumspielen müssen. Mhm. Dann kommt es und holt sich die juckenden, nervösen Finger. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es schon sehen. Ja, gut, machen wir. Ein altes Schild. Sicherheit geht vor. Jetzt sind wir doch im normalen Reich, ne? Warte mal. Hier war doch eben noch... Darins Tagebuch. Ah, okay. Auch nochmal ein bisschen was davon. Ein Mann aus Orsama hat dort gemeinsam mit einem Magier aus Tevinter versucht, Carradins Forschungen wieder aufzunehmen. Okay. Dann können wir jetzt den Lila-Schalter hier betätigen. Und das heißt, wir könnten hier links lang. Wir könnten aber auch durch die andere Barriere durch. Die Tür, die halt bisher jetzt noch verschlossen war. Weil wegen Isso und so, ne? Das heißt, um an die eine Truhe ranzukommen, die jetzt da noch gerade stand, in einem Raum, den ich jetzt vorhin im blauen Modus hier geöffnet hatte, müsste ich jetzt nochmal in die normale Welt quasi hin. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Ne, hier aber auch. Verdammt. Aber hier wäre ein Schalter, okay. Okay, dann können wir das tatsächlich nochmal machen. Oh, shit. Hallo. Da ist ein grünes Getöns. Okay. Gut, bevor wir das betätigen, will ich tatsächlich hier mal ganz kurz, auch nur ganz kurz, hier unten nochmal hin, zu gucken, ob ich da jetzt die eine Truhe öffnen kann. Weil es mich ja doch irgendwie interessiert, ne? Ja. Aber wir haben natürlich Golems hier. Natürlich. Wie soll es auch sonst sein? Die bringen mich zum Fliegen hier. Hallo, den da zu attackieren. Da. Ja. Fünfmal draufklicken. Damit das auch mal macht. Jetzt wollte er nicht mehr attackieren, das ist auch ganz toll. Hallo. Oh, manchmal den zu treffen, weißt du, weil einfach, keine Ahnung, gerade irgendwas anderes noch drüber war und so. Ein anderer Charakter quasi über der Ebene lag oder so. Ist auch nicht. Aha, Heilung. Quest absolviert, interessant. Was sind das für Dinger? Ach so, das ist jetzt für ihn? Okay. Das ist Forschung über ihn. Okay, das habe ich also die ganze Zeit jetzt gelernt. Ich verstehe. Dann war das ja tatsächlich ein bisschen lohnenswert. Das finde ich okay. Kann man machen. So. Lösen wir jetzt hier nochmal hin zurück, wo jetzt dieser grüne Schalter war. Dann dürfen wir dort wahrscheinlich einmal gegen ein paar Golems kämpfen oder so. Mit jede Menge rasenden Wächtern. Ja, Halleluja. Ah. Okay, das war mein Glück als Verstand. Das war wirklich mein Glück als sonst irgendwas. Weil wenn wir gleich zurückkehren, dann ist hier erstmal Polen offen. Golemforschung, Heilung, jetzt nochmal. Aha. Ist das jetzt auf ein weiteres Level gestiegen oder wie ist das? Wiederbelebung. Gruppenheilung. Was hatten wir gerade auch schon, ne? Ach, ich weiß nicht.
Ich hab doch keine Ahnung. Hier noch eine Kiste. Zack. Alles meins. Blitze. Und die Keule des Schnitters. Na dann, einhändig. Mhm. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nicht. So. Er kann jetzt hier einen Sturm heraufbeschwören. Das ist ja nett. So. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich so ziemlich tot, ne? Mal gucken. Hallo. Au, das tut weh. Mach mal Sturm. Mach mal. Tu mal machen, tu. So, dann machst du eine fette Gruppenheilung. Ein Golem, der heilt. So weit ist es schon gekommen. Au. Au. So. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. So, jetzt aber. Wo läufst du denn hin? Ach, ich gehe ihn hier. Weil sonst brauchst du irgendwie noch 5 Stunden. Kannst du eine Heilung nehmen? Dann mach das mal. Hallo? Er sollte eine Heilung nehmen. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, hat er. Du solltest auch eine Heilung nehmen. Aha, geht doch. So, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, was ich hier mache. Das wird schon. Hauptsache, wir machen irgendwie Schaden. Betonung auf irgendwie. Hallo? Sollst du auch attackieren, ne? So. Einmal heilen. Heilen solltest du dich. Heilen solltest du dich. Ist das denn so schwer? So. Alter. Golems, ne? Ein Traum. Ja, ist gut. So, nimmst du noch mal eine Heilung? Und dann attackierst du ihn hier. Weil du es kannst. Oder auch nicht, weil du erstmal weggeschleudert wirst. Alter. Da kommt ja schon so ein bisschen Freude auf, ne? Nee, warte mal. Nimm mal so ein. Falls du noch rechtzeitig aufstehen kannst und so. So. Jetzt aber. Einer weniger, der nächste bitte. Da kommt er. Du willst was, kannst du haben. Sag ich doch. Nimm mal hier so eine Heilung. Und dann hau ihm eine rein. Oder auch nicht. Immer muss man hier alles alleine machen, weil die anderen es nicht geschissen kriegen. Ich weiß schon, warum die mich um Hilfe gebeten haben. Weil ich selber nichts können. Deswegen stecken sie auch in der Patsche. Zwerge. Hätte nicht mal auf die Golems verlassen sollen. Hätte, hätte, hätte. Fahrradkette, ach nee, Golemkette, ne? Ach, egal. So, steht wieder auf. Meine Kumpanen, wir ziehen weiter.